Liebe Schwestern und Brüder, unreine Geister oder Dämonen, das sind nicht so lächerliche Figuren wie an Halloween, die einmal Hu machen und man erschreckt sich ein bisschen. Unreine Geister sind ernstzunehmende Gegner des Menschen, die ihn zerstören wollen. Damit ist gemeint eine innere Kraft, irgendetwas, was in mir steckt und was mich dazu bringt, etwas zu tun, was mir eigentlich selbst schadet und was anderen schadet. Die alten Wüstenväter haben das etwas genauer erklärt und eine ganze Reihe solcher unreiner Geister identifiziert. Einer zum Beispiel ist der Dämon der Unersättlichkeit. Er besteht in dem infantilen Bedürfnis, immer mehr haben zu wollen. Man bekommt nie genug. Immer ist das Gefühl da, ich komme zu kurz. Und darum muss man immer mehr haben, immer mehr essen, immer mehr ansammeln, bis es nachher der Gesundheit schadet oder die Wohnung vermüllt ist. Ein anderer unreiner Geist ist der Dämon der Traurigkeit. Dieser Dämon engt unser Herz ein. Er lässt uns an der Vergangenheit hängen. Er lässt uns in eine Scheinwelt und in Fantasien fliehen. Er verhindert, dass wir die Realität wahrnehmen. Morgens kommen wir nicht aus dem Bett, alles ist schwer, und sobald wir mit der Wirklichkeit konfrontiert werden, sind wir wie gelähmt. Viele solcher unreine Geister gibt es, den Neid, den Zorn, alles Mögliche, und wir wissen nicht, welchen dieser unreinen Geister dieser Mann in der Synagoge hatte, von dem heute das Evangelium spricht. Aber eins haben wir gehört, dass Jesus stärker ist, dass da, wo Jesus hinkommt, für solche Dämonen kein Platz mehr ist. Und wenn wir jetzt an uns selber denken, dann müssen wir vielleicht doch im Innersten zugeben, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen kleinen unreinen Geist in uns haben. Auch ab und zu den Gedanken, warum komme ich denn immer zu kurz? Warum kümmert sich denn keiner um mich? Wieso geht es mir denn so schlecht? Wir kennen auch diese Angriffe in unserem Inneren. Und das Evangelium gibt uns da heute eine Waffe. Es gibt uns ein Wort des Herrn. Denn damals in dieser Synagoge sagt Jesus zu dem unreinen Geist: Schweig, verlass ihn. Und dieses Wort ist stärker wie das Unreine, das zerstört. All diese dämonischen Dinge in uns beginnen im Kopf, mit einem kleinen Gedanken. Und sobald dieser Gedanke kommt, dann dürfen wir dieses Wort anwenden. Schweig, blöder Gedanke, verlass mich, schlechte Idee. Und wenn man schnell genug gegen diesen Gedanken gekämpft hat, ist dieser Dämon besiegt. Nicht durch uns, sondern weil in uns das Wort des Herrn lebt, der uns frei machen möchte und uns von allem Schädlichen befreit. Vielleicht staunen wir dann manchmal auch, wie die Menschen damals, mit welcher Kraft und welcher Liebe Christus uns verteidigt.